Die große, insgesamt 100 Meter lange Tunnelröhrenrutsche wird die Attraktion des neuen Kombibads am Auedamm sein. Sie ist so geräumig, dass sogar zu dritt nebeneinander gerutscht werden kann. Auf Hochtouren wird hier zurzeit gearbeitet, damit, wie geplant, im Frühjahr 2013 das Schwimmbad mit einem Außen- und Innenbereich eröffnet werden kann. Das 50-Meter-Sportbecken im Gebäudeinneren ist in seinen Dimensionen bereits gut erkennbar. Die 3- und 1-Meter-Sprungblöcke stehen schon. Eine Menge Technik und insgesamt 10 Kilometer Versorgungsrohre befinden sich im Untergeschoss darunter. Viele Bereiche wie das Spaßbecken mit Strömungskanal und das Kinderbecken sind bereits gebaut. Hinter dem Eingangsbereich zum Hallenbad ist jetzt gut zu erkennen, wo später einmal die Umkleidekabinen entstehen. Sanierungsarbeiten stehen an für den Sprungturm. Ja, und das ist genug Arbeit erstmal. Der denkmalgeschützte 10-Meter-Sprungturm im Außenbereich ist eingerüstet. Das Becken ist zum Teil schon mit Edelstahl ausgekleidet. Insgesamt investiert die Stadt Kassel 30 Millionen Euro in das Bad.